Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast, Episode 194. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Sorry für die Nebengeräusche, ich versuch's heute mal live on tape aus dem Zug, denn ich hatte gestern einfach keine Lust mehr, mich noch ins Podcaststudio zu setzen. Liegt einfach daran, dass diese Woche war mal wieder Podcast-Woche. Also alle Produktionen, die ich so habe, finden in einer Woche statt. Am Montag haben wir Nord-Süd-Gefälle aufgezeichnet. Am Dienstag war What's in Your Pants Tag. Mittwoch habe ich das Ganze geschnitten. Am Donnerstag High Alarm und noch ein Gastauftritt bei den Kack- und Sachgeschichten. Und ja, jetzt wäre dann Sonntag eben der fünfte Podcast in einer Woche dran gewesen und da war einfach so ein bisschen die Luft raus. Ich habe dann stattdessen nur am Sonntagmorgen noch den High Alarm fertig produziert, dass der auch auf Sendung gehen kann und habe ansonsten gesagt, komm, bleib mir weg mit Podcasting. Aber es gibt natürlich trotzdem was zu erzählen. Zum einen natürlich mein Hamburg-Tag am Donnerstag. Ich hatte mir freigenommen, um zu podcasten. Bin schon vormittags nach Hamburg gefahren, halb 11 fuhr der Zug los. Und dann war ich so gegen 1, halb 2 bei Benny. Und da haben wir erstmal sehr gemütlichen Döner gegessen, unseren Film für diesen Monat geguckt, Raging Sharks, übrigens ganz großartiger Trash, guckt euch unbedingt mal die Folge an, die wir dazu am Dienstag veröffentlichen, der macht richtig Spaß. Und dann haben wir uns halt in sein Arbeitszimmer gesetzt mit dem H6 und den beiden Headsets und haben schön eine Folge aufgezeichnet, was sensationell gut geklappt hat. Auch mit der Audioqualität waren wir diesmal beide ausgesprochen zufrieden. Es ist irgendwas, kriege ich noch nicht hin mit der Kombination Ultraschall und StudioLink. Irgendwo sind immer Probleme und ich kriege es noch nicht so richtig eingekreist. Ich habe ein paar Dinge in Verdacht, aber mir fehlt einfach die Zeit, mich da mal eingehend mit zu beschäftigen. Ja, und dann hatten wir dann sind wir ein bisschen zu früh eigentlich losgefahren zum Kack- und Sachstudio, beziehungsweise eigentlich sollte die Aufnahme bei Fred stattfinden von den Kack- und Sachgeschichten, wo die Burschen das immer veranstalten, aber weil seine Freundin krank war, fiel das als Aufnahmeort aus und da haben wir uns also bei Tobi getroffen, bei ihm im Wohnzimmer gesessen, um den Tisch herum. Und haben da über High-Filme gesprochen. Ich glaube, brutto waren wir irgendwie bei knapp über 2,5 Stunden. Weiß nicht, was da jetzt noch weggeschnitten wird. Dann gab es noch irgendwie die ein oder andere Raucherpause. Es war einfach ein richtig guter Tag. Die Chemie hat sofort gestimmt zwischen uns. Das ist ja das Schöne, wenn man mit Podcastern zusammensitzt, oder auch mit Podcast-Hörern zusammensitzt, dann hat man immer irgendwie gleich einen Anknüpfungspunkt, weil man halt Leute kennenlernt, die eine gewisse Leidenschaft teilen. Ne? Also hast halt immer gleich eine Gemeinsamkeit, immer gleich eine Basis, auf der du dich verständigen kannst. Podcaster und Podcast-Hörer sind ja darüber hinaus auch sehr kommunikative Menschen. Und insofern war das schon mal eine sichere Bank. Dann gab es Bier, zu fünft einen Kasten Holsten klein gemacht, also jeder ungefähr 6 Bier. Das war amtlich. Und dann ist leider was Blödes passiert. Ich habe mich nämlich nicht so großartig drum gekümmert, wie die Zugverbindungen sind und wie ich jetzt von dort, wo wir aufgenommen haben, nach Altona komme, wo mein Zug abfährt, und war entsprechend ein bisschen zu spät am Bahnhof. Laut dem Papierfahrplan hätte noch ein Zug um 23.45 Uhr fahren sollen. Laut den Apps und allen Anzeigen fuhr der letzte aber um 22.40 Uhr und ich war also kurz nach 11 oder sowas da. War natürlich auch keiner mehr auf dem Bahnsteig, der mir irgendwie eine Info hätte geben können oder sowas. Insofern war das alles ein bisschen blöd.
Und dann habe ich also noch ganz kurz vor Torusschluss bei einem Asia-Imbiss die letzten Nudeln mit Hühnchenfleisch abgegriffen, damit ich irgendwie ein bisschen was im Bauch habe, und habe dann überlegt, was meine Optionen sind. Die eine wäre gewesen, 120 Euro für ein Taxi nach Husum zu bezahlen. Die andere wäre gewesen, die nächste Zugverbindung, die letzte des Tages, zu nehmen. Die hätte mich über Pinneberg und Kiel nach Husum geführt und wäre wegen der Zugpausen auf der Strecke, wäre ich also um 5.30 Uhr dann in Husum angekommen. Hatte ich auch nicht so richtig Lust zu. Und dann fiel mir aber zum Glück noch ein, dass Benny relativ früh am Abend schon gesagt hat, wenn das irgendwie nicht klappen sollte mit den Zügen, dann könne ich bei ihm übernachten. Bei ihm und seiner Freundin, um genau zu sein. Und darauf bin ich dann sehr gerne zurückgekommen, denn das erschien mir dann auch als die sinnvollste Lösung. Und so habe ich die beiden also nochmal angerufen und habe gesagt, so, wie ist da was Dummes passiert? Wenn es euch recht ist, ich bin um, weiß ich nicht, 0.03 Uhr wieder bei euch am Bahnhof in Ohlsdorf. Und so war es dann auch. Und dann haben sie mich also noch schön vom Bahnhof abgeholt, das war super nett. Haben das Gästezimmer klar gemacht, das war alles schon vorbereitet. Und dann haben wir noch kurz geschnackt und sind dann auch mehr oder weniger ins Bett gefallen, weil wir halt alle auch, es war ja auch schon scheiß spät. Und einige von uns mussten ja auch am Freitag wieder arbeiten. Da bin ich also am nächsten Morgen, weiß ich nicht, aus irgendeinem Grund um 16:45 oder sowas wach geworden am Freitag. Das war ein bisschen blöd, ich konnte da nicht mehr einschlafen. Hab da ein bisschen Podcast gehört, irgendwann so gegen 6:45 war ich dann mal unter der Dusche. Der muss ja früher gewesen sein, ist ja wurscht. Auf jeden Fall habe ich dann auf der App gesehen, dass ein Zug nach Altona für mich günstig um 7:10 abfährt. Ich habe mich also leise angezogen und rausgeschlichen und war dann um 7:20 in Altona, konnte mir also ganz gemütlich noch meine Fahrkarte nach Heide kaufen. Und war dann zumindest noch für ein paar Stunden im Büro, denn viel hatte ich nicht auf dem Zettel und hatte dann also einen frühen Feierabend. Was ich auf dem Zettel hatte, war ein bisschen Recherche für Terminvorbereitung für die nächste Woche, also für diese Woche jetzt, die freitags irgendwie ein bisschen schwierig ist, wenn da irgendwie halboffizielle Stellen mit drin ist, also alles, was so Behörde ist, kannst du vergessen nach 12 Uhr am Freitag. Jetzt hier gerade ein bisschen lauter war, das war übrigens die Eiderbrücke zwischen Friedrichstadt und Lunden. Die rauscht immer ziemlich. Das hatte ich also auf dem Zettel, und dann rief auch noch der Planer vom Schleswig-Holstein Magazin an, ob ich nicht am Samstag schon was vor hätte. Es gäbe da einen Termin zu besetzen, nämlich die Landesdelegiertenkonferenz der Jugendfeuerwehren in Schleswig-Holstein. Da sollte ich einen kurzen Film zu machen, und das wäre also am Samstag, der Termin wäre um 10 in der Nähe von Kiel, und das wäre logistisch alles ganz prima und leicht für mich zu erreichen. Er sagt, ja, kann ich mir eigentlich vorstellen, und habe dann also mich noch kurz mit meiner Frau kurzgeschlossen, die auch sagt, ach, das passt ihr ganz gut, weil sie für ihr Examenslernkram sowieso in die Uni-Bibliothek muss und ohnehin nach Kiel wollte. Und dann sind wir schön Freitagnachmittag nach Kiel aufgebrochen, haben bei meinen Schwiegereltern übernachtet, und am nächsten Morgen bin ich dann also gegen 9:30 am Funkhaus gewesen, mit dem Kamerateam losgefahren zu dem Termin, und wir hatten uns dann noch mit Freunden verabredet, hatten einen Tisch reserviert für Samstagnachmittag 17 Uhr. Und ich hatte mich noch gefreut, dass ich um 11 schon aus dem Termin raus war, weil ich dann gesagt habe, alles klar, prima, dann sind wir jetzt um 11:30 im Funkhaus, dann kann ich gemütlich meinen Text schreiben, holen mir noch irgendwo eine Kleinigkeit zum Mittag, bis mein Schnittplatz frei wird. Und dann bin ich so um spätestens, also Schnittzeit ist immer ab 3 am Wochenende, sage ich, bin ich am spätestens um 3:45 raus, passt also. Als ich diesen Gedanken gerade zu Ende hatte, klingelt mein Handy. Und der Tagesredakteur ist am Telefon und sagt, du, wir haben da ein kleines Problem. Ein Reporterkollege hatte einen Unfall, der war Teil einer Massenkarambolage. Ihm ist nichts passiert, ist alles in Ordnung, aber wir brauchen jetzt jemanden, der für ihn einspringt und den Film dreht.
fahr bitte irgendwo dahin, wo Schnee liegt und wo Wind ist und mach da Bilder und dreh das alles nachher für uns zusammen. Da war mir eigentlich schon klar, dass ich den Termin abends nicht einhalten können würde. Und so war es am Ende auch. Also wir sind dann so im Bereich zwischen ja, Kropp und Schleswig unterwegs gewesen. Wollten eigentlich nach Husum oder sollten eigentlich nach Husum, weil es da wohl auch ziemlich pustig war. Aber wir sind da gar nicht so richtig hingekommen, denn die A7 war gesperrt wegen eines Unfalls und auf der Parallelstraße war dann entsprechend auch Stau. Dann haben wir gesagt, gut, dann schlagen wir uns über kleinere Landstraßen nach Husum durch. Und da standen sie aber auch irgendwann alle, weil sich da nämlich auch Autos in Schneewehen festgefahren hatten. Und da haben wir da eben unsere Bilder gemacht. Haben dann noch kurz ein paar Aufnahmen in Schleswig City gemacht, weil da so schönes Hochwasser war, das sah ganz gut aus. Und dann sind wir wieder nach Kiel zurück, hatten dann gegen 3:45 oder so waren wir in Kiel. Das war ganz entspannt. Und dann war ich aber erst um 5:30, 6:20 oder sowas draußen. Hab mir ein Taxi geholt und bin ins Restaurant gefahren und meine Frau hatte mir noch geschrieben, also ich hatte natürlich Bescheid gesagt, dass ich es nicht schaffen würde. Sagt sie, ja, ist ja kein Problem. Hauptsache, du bist bis um 19 Uhr da, wenn wir den Tisch frei machen müssen, weil dann die nächsten Gäste kommen und zum Bezahlen, denn sie hatte gar kein Portemonnaie mitgenommen, hatte sie vergessen. Wäre ja auch kein Problem gewesen unter normalen Umständen. Ja, also kam ich pünktlich zum Bezahlen an und habe also dann so ein, ja, meine Leidensgeschichte erzählt und meine Frau und unsere Freunde hatten dann gleich gesagt, ja komm, dann gehen wir noch ein Restaurant weiter. Wir waren im Kitty Rock Belly Full in Kiel. Das ist ein toller Laden, wenn du Burger essen willst. Das ist echt spitzenmäßig. Aber ist halt auch echt wahnsinnig klein. Ich glaube, die haben 20 Sitzplätze oder so, vielleicht 25. Und entsprechend geht da gar nichts ohne Reservierung. Und uns hatten sie halt gesagt, ja, ihr könnt kommen, wann ihr wollt, aber bis 19 Uhr müsst ihr raus sein und den Tisch freigeben, weil wir dann schon eine andere Reservierung haben. Das war der ganze Trick. Also haben wir uns dann eben angesetzt ins Gutenberg und da habe ich dann eben meinen Burger für den Abend gegessen, ein paar Pommes dazu. War auch lecker, bekanntermaßen nicht ganz so gut wie im Kitty Rock, aber meine Güte, was willst du machen? Ja, das war unser... Das war mein Wochenende sozusagen. Wir sind dann gleich im Anschluss nach Hause gefahren, weil meine Frau am Sonntag einen Gottesdienst hatte. Und dann habe ich mich am Sonntag eigentlich ziemlich ruhig angehen lassen. Wie gesagt, bisschen Produktion, bisschen mit dem Hund draußen gewesen und ansonsten rumgefault. Ich habe irgendwie nachmittags so gegen 4:30 versucht, mich mal hinzulegen. Dann kam mir die Potsdok-Ticket-Verkaufsgeschichte dazwischen, also war ich dann wieder wach, weil ich so aufgeregt war, dass es jetzt Karten gibt für Potsdok. Hab mir gleich ein Ticket geschossen, mit inklusive Aufbau und Abbau. Also ich fahre schon Donnerstag hin und werde dann am Montag Nachmittag erst abreisen, wenn der Aufbau einigermaßen durch ist. Und habe mir überlegt, ich werde das mit dem Wohnwagen machen. Man muss also schon gleich bei der Buchung auch angeben, in welchem Zimmer man schlafen möchte. Und ehrlich gesagt, von den Fotos her fand ich da keins wirklich überzeugend. Und da habe ich mir gedacht, warum denn nicht? Ziehe ich mir schön den Wohnwagen nach Dingsblings, wo auch immer diese Kulturherberge da ist. Und werde dann schön im Wohnwagen übernachten. Das wird super. Hoffentlich ist da genug Platz. Also das ist noch so eine, das habe ich noch mit dazu geschrieben. Also entweder klappt es mit dem Wohnwagen, wenn nicht genug Platz ist dafür, dass ich den abstellen kann, oder es mit Strom oder sowas nicht klappen sollte, dann werde ich mir da irgendwo eine Pension suchen müssen. Denn ich hatte dann kurz überlegt, so ja, wenn das nicht klappt, dann ziehst du den Hals auf den Campingplatz und fährst dann jeden Tag hin. Aber der nächste Campingplatz ist halt 25 Kilometer entfernt. Und hat echt miese Bewertungen, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, oder fast gar keine. Das ist mir irgendwie ein bisschen zu weit. Ja, also werde ich dann sagen, okay, dann fahre ich mit dem Zug und suche mir da irgendwo eine Pension, das geht ja auch. Ja, mal gucken, so diese Woche, das wird jetzt alles ein bisschen aufregend. Ich habe ein paar Sachen, die relativ kurzfristig fertig werden müssen. Wo ich noch nicht so richtig viele Termine habe, aber schon Abgabefristen.
und dann bin ich noch 2 Tage in Kiel. Und dann war noch irgendwas. Habe ich vergessen. Irgendwas war noch, weswegen ich... Genau, am Samstag bin ich, das wird auch ganz schön, hoffe ich, bin ich in Hamburg dienstlich und habe da einen Termin im Knust oder da am Knust, denn da findet ein Casting statt für Komparsen, die an einem Teil, an einem Wackenfilm teilnehmen wollen und da sich einbringen möchten. Und ich hoffe mal, dass ich da ein bisschen, also ich soll da für unsere Online-Seite und für das Radio ein bisschen was machen. Und ich hoffe mal, dass das ungefähr so cool wird, wie ich mir das vorstelle, dass man da eben auch wirklich einen schönen Beitrag draus machen kann. Das ist ja immer noch so eine Sache, das weiß man ja vorher nie. Aber ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, das wird schon klappen. Ja, so wird meine kommende Woche aussehen. Am Dienstag erscheinen 2 neue Podcast-Episoden, nämlich High Alarm und What's in Your Pants. Beide sehr cool auf ihre eigene Art. Der eine gleich morgens, der High Alarm, wird morgens um 5:45 online gehen und wie gewohnt abends nach 22 Uhr dann What's in Your Pants. Ja, das ist alles schon soweit vorbereitet, das geht dann automatisch. Ich hatte witzigerweise ein Problem mit der letzten Nord-Süd-Gefälle-Episode, wo ich gerade hier so schön sitze und noch ungefähr 6 Minuten Zugfahrt vor mir habe, bis ich im Büro ankomme. Ich hatte alles soweit eingestellt, also man muss ja mit WordPress die Shownotes machen, das macht Dotti immer, das ist immer ganz, ganz cool. Und die Einstellung für die eigentliche Episode, also die Metadaten und die Verknüpfung zum Audio, das ist dann immer mein Part, weil ich halt die Produktion mache und dann bietet sich das an, dass ich das gleich miterledige. Das war auch alles eingestellt, ich hatte das auch alles gespeichert. Aber aus irgendeinem Grund hat WordPress das dann irgendwie wieder verloren, diese Einstellung. Und so ging also ganz automatisiert eine Episode online am 15. um 12. Und ich kam gerade bei Benny zur Tür rein, als ich die Telegram-Nachricht von Dotti bekam, es soll wohl irgendwie Probleme mit dem Download geben. Und zum Glück fiel mir dann nach einigem Überlegen mein Zugangscode ein für unser WordPress. Das habe ich natürlich alles immer so schön abgespeichert im Browser zu Hause, dass ich da gar nicht mehr mich unbedingt dran erinnern muss. Aber dann fiel mir das wieder ein und dann waren es am Ende irgendwie 3 Mausklicks, bis die Folge veröffentlicht war. Hattet ihr das auch schon mal, liebe Podcast-Kollegen, KollegInnen? Ist euch sowas auch schon mal passiert oder bin ich jetzt, habe ich einfach irgendwie einen dummen Fehler gemacht und es doch nicht abgespeichert? Auch das ist ja möglich. Naja, keine Ahnung, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Aber das soll es jetzt an dieser Stelle dann tatsächlich mal gewesen sein. Ich wünsche euch was, und zwar eine fantastische Woche. Wir hören voneinander, und zwar planmäßig in diesem Podcast erst wieder am kommenden Sonntag, dann aber auch ziemlich verlässlich. Und ansonsten, ja, bis bald. Tschüssi.